Mahlzeit allerseits. So hat er sich vorgestellt, hier der neue Trainer des 1. FC Köln, Peter Stöger. Und bei mir ist jetzt unser FC-Experte, Moderator auch des FC-Stammtischs, Ralf Friedrichs. Hallo erstmal. Ja, hallo Olli. Erstmal, was hat er für einen Eindruck gemacht, Peter Stöger, auf dich? Sehr konzentrierten, sehr seriösen Eindruck. Er hat im Prinzip all das bestätigt, was wir schon wussten. Was wir nicht wussten, war natürlich die Tatsache, dass er scheinbar, ich will nicht sagen, Geld draufgelegt hat, aber so, er hat auf Geld verzichtet und dem FC dadurch erst möglich gemacht, dass dieser Trainertransfer zustande gekommen ist. Das war schon eine kleine Überraschung. Ist das ein Zeichen, das, glaubst du, auch ankommen wird im Umfeld des 1. FC Köln? Ich denke schon, also dass das eine Diskussion auch wert ist, zu sehen, der Mann, der wollte wirklich zum FC, das haben ja auch die Offiziellen, also Werle und Schumacher, ganz klar nochmal kommuniziert, ganz klar gesagt, er wollte zum FC und damit finanziell sozusagen nochmal unterstrichen, der Mann hat Bock auf FC und ich denke, das kann dem Verein nur gut tun. Also Bock auf zweite Liga hat er auch, er hat gesagt, man verfolgt das sehr intensiv in Österreich, allerdings natürlich auch nur über Fernsehen, über Video etc. Kann das ein Nachteil sein, dass man nie zweite Liga live gesehen hat vorher? Könnte ein kleiner Nachteil sein. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein Vorteil ist. Natürlich, das Argument ist ja stimmig, wenn ein Alex Bade hier im Trainerteam bleibt und auch hier Boris Nodson und sein Team ihm ständig irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen, dann wird er natürlich über die zweite Liga informiert sein. Aber die zweite Liga muss man schmecken, die muss man erfahren, die muss man durchleben und die muss man vor allen Dingen hinter sich bringen. Und ich hoffe, dass ihm das im nächsten Jahr gelingen wird. Also wir warten mal ab, was da jetzt passiert. Er hat auch schon die neuen Spieler angesprochen, die er holen wird. Marcel Risse ist einer, das ist gestern bekannt geworden. Er wird auch heute vorgestellt hier am Geisbockheim. Was hältst du von dieser Verpflichtung? Ja, ist auf jeden Fall auch einer, der Bock auf den 1. FC Köln hat, wenn man das alles glauben soll, was da geschrieben wird. Und ich gehe davon aus, dass es stimmt. Und ich meine, der Mann kommt aus Köln, der hat in seinem Umfeld nur FC-Fans gehabt, hat zwar in Leverkusen gespielt, aber jeder hat mal sein Kreuz zu tragen. Also er wird das wahrscheinlich schon irgendwie, sag ich mal, kompensiert kriegen. Wenn er jetzt das Geisbock-Trikot anhat, geht es ihm schon besser. Also ist ein guter Mann, um es jetzt mal sportlich zu bewerten. Kommt auch aus Köln, also hat schon ob Kölsch gepostet, dass er sich freut, in seiner Heimatstadt zurück zu sein. Der FC, heute ist das bekannt geworden, hat noch einen Innenverteidiger verpflichtet von Wigan Athletic. Das ist ein englischer Erstligist, 21-jähriger Spanier, Roman Golobar heißt er. Im ersten Augenblick denkt man ja eigentlich, das ist eigentlich die Position, wo der FC nicht unbedingt Bedarf hat auf der Innenverteidigerposition, oder? Gut, ist jetzt schwer für mich zu sagen. Ich habe es auch eben erst erfahren. Ich kannte den Mann auch nicht. Er hat auch, glaube ich, nicht so oft gespielt, ist aber auch noch sehr jung. Talentiert scheint er zu sein. Was die Position angeht, könnte man jetzt wirklich sagen, also muss jetzt nicht unbedingt noch ein weiterer Innenverteidiger sein, aber lass uns doch einfach mal abwarten, was der junge Mann drauf hat, was er kann. Ich kann es momentan schwer beurteilen. Vielleicht hat er noch eine weitere Option, wo er spielen kann. Ich weiß es, ich kenne ihn zu schlecht dafür. Dann wollen wir doch noch einmal über den Trainer sprechen. Peter Stöger hat jetzt bei seiner Vorstellung gesagt, er hat das Training schon mitgestaltet. Jetzt seit dem Trainingsauftakt, seitdem der FC auch in Verhandlungen ist mit Austria Wien, jetzt die nächste Zeit für Transfers, die will er auf jeden Fall auch nutzen. Er hat ein gutes Gefühl, was es angeht, beim 1. FC Köln zu beginnen. Man könnte ja sagen, nach Mike Büskens, nach den gescheiterten Verhandlungen und auch den gescheiterten Verhandlungen mit Runjajic, könnte man sagen, vielleicht die Nummer 3 beim 1. FC Köln. Was hast du für ein Gefühl bei diesem neuen Trainer? Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich hatte bei anderen Trainern allerdings auch ein gutes Gefühl, bin ein bisschen vorsichtig geworden, was das angeht. Das stelle ich im Umfeld auch fest. Viele Leute sehen ihn erstmal als sympathischen Menschen, als jemand, der sich auch gut verkaufen kann, der kommunikativ ist. Aber man muss natürlich erstmal abwarten, ob er sich hier durchsetzen kann. Aber was ihm natürlich zugutekommt, ist dieser, wie ich es eben schon sagte, der Mann hat Bock auf den FC. Das spürt man einfach, das kommt deutlich rüber. Der will einfach hier arbeiten, der will sich hier durchsetzen, der will beweisen, dass er was kann. Ehrgeizig ist er. Und das macht mir so ein bisschen Mut, dass das hier packt. Also er ist doch gleich im ersten Training schon. Um 15 Uhr wird er auf Platz stehen mit der Mannschaft. Wir werden natürlich auch mit dabei sein. Schon mal danke für den Augenblick, Ralf. Danke dir. Also, Sie haben es gehört, um 15 Uhr wird Peter Stöger hier die Mannschaft zum ersten Mal trainieren. Und wir sind heute Abend dann wieder für Sie da um 18.40 Uhr mit Rheinsport. Und dann sehen Sie natürlich nochmal die wichtigsten Ereignisse des Tages.